Schön, dass ihr dabei seid. Hier ist wieder Mirkos Meinung, meine Meinung zu einem Thema, zu dem ich in letzter Zeit sehr viele Mails bekommen habe. Und deswegen dachte ich, erzähle ich doch mal ein bisschen was drüber, nämlich das Dschungelcamp. Habt ihr das gesehen gestern oder vorgestern oder vorvorgestern? Wenn ja, dann gehört ihr zu den ungefähr 10% aller Deutschen, die das Dschungelcamp sich anschauen. Denn das Dschungelcamp hat immer so Quoten, insgesamt um die 7, 8 Millionen. So viele Leute schauen die Sendung an, fast immer ganz oben in den Quotenlisten, was die Marktanteile angeht. Und erstaunlicherweise auch bei, oder vielleicht auch nicht so erstaunlicherweise, bei den 3- bis 13-Jährigen, also bei den ganz, ganz Jungen, auch dort ist das Dschungelcamp extrem angesagt. Die Frage ist, Dschungelcamp, was soll man davon halten? Habt ihr euch vielleicht auch schon gefragt oder vielleicht habt ihr es euch nicht gefragt und habt schon längst eine Meinung dazu? Vermutlich habt ihr eine Meinung dazu. Hier kommt meine Meinung. Ich werde jetzt an dieser Stelle nicht das tun, was vielleicht viele vermuten, nämlich das Dschungelcamp komplett in die Tonne kicken und sagen, das ist übler Schrott, das geht nicht. Aber ich werde auch nicht so viele lobende Worte finden wie vielleicht andere Menschen. Das Dschungelcamp ist eine Sendung, die ja schon seit einer ganzen Weile läuft und immer sehr erfolgreich ist, im Gegensatz zu anderen Sendungen dieser Art, denen langsam aber sicher die Puste ausgeht. Mit dem Dschungelcamp hat RTL wirklich immer eine sichere Bank und auch nach dem Tod von Dirk Bach und dem Wechsel von Daniel Hartwig zum Dschungelcamp sind die Quoten wirklich noch top. Das Dschungelcamp ist eine Sendung, die handwerklich extrem gut gemacht ist. Da sind wirklich absolute Profis dran, finde ich. Das merkt man, das sieht man, das wirkt einfach gut, das sieht gut aus und das ist total clever gemacht und auch vom Spannungsbogen her extrem gut. Man muss sich ja auch vorstellen, dass das quasi immer am Tag produziert werden muss und das ist schon eine große Leistung, die dahinter steckt. Natürlich auch von einem riesigen Team, das da involviert ist. Was ich auch sehr gut finde, das ist die Selbstironie, mit der das Dschungelcamp immer arbeitet. Wird ja auch immer wieder gelobt und gesagt, naja, die nehmen sich selbst nicht so ernst. Es ist ja auch so ein bisschen die Masche beim Dschungelcamp. Die Zwischenmoderationen sind durchaus intelligent und nicht ganz so dumm. Deswegen würde ich das Dschungelcamp jetzt auch nicht als Unterschichtenfernsehen bezeichnen, wie es vielleicht andere tun. Im Gegensatz zu anderen Dingen, die bei RTL laufen, finde ich, sticht das Dschungelcamp immer noch als etwas Besonderes heraus, denn es werden hier nicht unbedingt Menschen vorgeführt, die nicht wissen, was sie tun. Ich behaupte mal, jeder Star, in Anführungszeichen, jeder X-Promi, der beim Dschungelcamp mitmacht, der weiß, auf was er sich einlässt. Der hat vorher ganz genau geprüft, soll ich das machen oder soll ich es nicht machen. Und deswegen tun mir jetzt die Leute auch nicht leid. Und ich sage jetzt auch nicht, die Leute werden vorgeführt, denn schließlich sind das alles Medienprofis, die da dabei sind, im Gegensatz zu Sendungen wie Mitten im Leben zum Beispiel oder Frauentausch, wo ich wirklich finde, da werden verwerfliche Dinge gemacht. Das sind so die positiven Aspekte am Dschungelcamp, also professionell gemacht, sehr durchdacht, wirklich sehr publikumswirksam in Szene gesetzt und durchaus auch mit einem gewissen Unterhaltungsfaktor. Aber ihr werdet schon ahnen, das ist nicht alles. Meine Meinung sieht dann doch ein bisschen anders aus. An dieser Stelle kann ich euch sagen, ich habe das Dschungelcamp nur sehr, sehr selten gesehen und von der aktuellen Staffel habe ich auch keine Folge komplett gesehen. Und wisst ihr warum? Was mich einfach nicht interessiert. Wirklich. Also ich kann verstehen, wenn Leute sagen, es ist unterhaltsam, aber für mich ist es nichts. Also ich habe keinen Bock, irgendwelchen abgehalfterten Stars da im Dschungel zuzugucken bei irgendwelchen ekligen Prüfungen. Da habe ich Sinnvolleres mit meiner Zeit anzustellen. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen snobmäßig oder arrogant, aber ist wirklich so. Mich interessiert es nicht. Wenn es mich interessieren würde, würde ich es angucken. Was ich allerdings wirklich nicht gut finde, ist, also jeder kann es angucken, der will, aber wie in der Öffentlichkeit mit dem Dschungelcamp umgegangen wird. Ich finde, es gibt wirklich wichtigere Themen, die man auf Seite 1 bestimmter Zeitungen setzen sollte, als wer jetzt gerade beim Dschungelcamp rausgeflogen ist, wer Kakerlaken essen musste oder sonst was. Was mich total schockiert hat zum Beispiel war, als ich neulich auf Spiegel Online gesehen habe, dass die tatsächlich nach jedem Dschungelcamp-Tag eine Zusammenfassung bringen. Das hätte ich jetzt von Spiegel Online nicht erwartet. Ich weiß, einige von euch mögen Spiegel Online sowieso nicht. Ich finde die Seite eigentlich ganz gut. Deswegen war ich schockiert und noch schockierter war ich, dass das Ganze unter der Rubrik Kultur abgeordnet war. Also das fand ich schon ziemlich krass. Und auch sonst finde ich, dass sich Zeitungen oder andere Medien, die sich durchaus sonst immer als Hochkultur bezeichnen, mit diesem Thema schon etwas anbiedernd umgehen. Und einfach nur deswegen, weil sie wissen, es bringt Klicks, es bringt Quote. Das Dschungelcamp, das interessiert viele. Wenn man darüber berichtet, dann wird es auch gelesen. Und naja, dann interessieren sich viele Leute dafür. Und das finde ich nicht cool. Einfach nur der Aufmerksamkeit wegen
da das Dschungelcamp irgendwo auf prominente Stellen zu setzen. Also einerseits, wie gesagt, gut gemachte Sendung, mich interessiert es nicht. Andererseits, der Hype darum, der geht mir echt auf die Nerven und ich finde, das muss nicht sein. Hier auf diesem Kanal wird das auch das einzige Video sein, in dem das Dschungelcamp in irgendeiner Form thematisiert wird. Ihr habt es euch gewünscht. Jetzt habe ich mal meine Meinung dazu gesagt. Aber ich würde natürlich auch mal gerne eure Meinung wissen. Also, wie seht ihr das? Sagt ihr, das Dschungelcamp ist kompletter Schrott, braucht kein Mensch? Wie gesagt, ganz so hart sehe ich es nicht. Oder sagt ihr, ja, finde ich ganz interessant, gucke ich mir an, ist doch unterhaltsam. Also, eure Meinung zum Dschungelcamp, schreibt es mir in den Kommentaren. Ist jetzt vielleicht mal nicht unbedingt was Nachrichtliches, aber muss ja auch nicht immer sein. Und ja, ich bin gespannt, wie es bei euch aussieht. Denn es ist auch so, das habe ich jetzt schon öfter beobachtet, dass auch sehr viele intelligente Menschen, Menschen, die ich als sehr intellektuell bezeichne, sich das Dschungelcamp angucken. Und da ich weiß, dass ihr, die ihr zuschaut, auch alle was im Kopf habt, Schleim, ist aber wirklich so, bin ich doppelt gespannt, wie ihr zu dieser Sendung steht. So, das war's. Meine Meinung für heute. Morgen gibt's leider kein News2Go-Video, da bin ich den ganzen Tag unterwegs. Dafür am Samstag ein Video zur Revolution von 1848. Das ist doch wirklich mal wichtiger als das Dschungelcamp, weil es unter Umständen für gute Noten bei euch in der Schule sorgt. Schaut rein, würde mich freuen. Jetzt erstmal einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss.